Seine Werbevideos im Netz, eine idealisierte Selbstdarstellung. Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nicolas Löbel soll rund 250.000 Euro an Maskendeals verdient haben. Und er nutzte dafür auch seinen Abgeordnetenstatus. Das verstößt gegen die Parlamentsregeln. Aus der Unionsfraktion tritt er nun aus. Sein Abgeordnetenmandat niederlegen will er aber erst im August. Der Parteichef schwieg zunächst. Heute nun klare Ansage. Wir alle, politische Verantwortungsträger im Bund, im Land, in den Kommunen, tun im Moment alles, um das Land gut durch die Krise zu bringen und die Menschen zu schützen. Und wer dann Geschäfte macht mit diesem Schutz, wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen. Löbel ist nicht der Einzige. Bei CSU-Mann Georg Nüßlein geht es um etwa 660.000 Euro Provision, ebenfalls durch Maskengeschäfte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt Korruptionsverdacht. Auch er will sein Mandat nicht sofort abgeben. Die Vorfälle in der Union, für die Opposition nur die Spitze des Eisbergs. Das sind keine Einzelfälle, das Ganze hat System. Und deshalb ist es an der CDU und der CSU, hier aufzuklären und aufzuräumen. Zur parlamentarischen Aufarbeitung fordere ich einen Untersuchungsausschuss, um vollständige Transparenz und lückenlose Aufklärung herzustellen. Aufklärung, die verspricht Unionsfraktionschef Brinkhaus im Bericht aus Berlin. Man wolle nun weitere Zweifelsfälle klären und über Konsequenzen nachdenken. Nicht nur beim Thema Corona-Deals, sondern zum Beispiel auch, was fragwürdige Spendenpraktiken angeht. Ich denke also, wir müssen an vielen Stellen Transparenzvorschriften verschärfen. Zu lange habe die Union genau solche Vorschriften blockiert, kritisieren Nichtregierungsorganisationen. CDU und CSU hätten eine zu große Nähe zur Wirtschaft. Und bei Transparenz und Lobbyregulierung ein Haltungsproblem. Herr Brinkhaus hat bei mir keinen Vertrauensvorschuss, wenn er sagt, er möchte nun Regeln verschärfen. Er muss tätig werden. Die ganze Fraktion muss tätig werden. Und ich erwarte, dass die Union in der nächsten Woche damit anfängt, indem sie die bestehenden Lücken im Lobbyregister schließt. Stimmt, da war noch was. Das Lobbyregister, das für mehr Transparenz im Parlament sorgen soll. Gerade erst hat sich die Union mit der SPD auf eine recht zahnlose Version davon geeinigt. Durch die aktuellen Skandale könnte auch in dieses Thema nochmal Bewegung kommen. Die CSU will im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihren Bundestagsabgeordneten Nüßlein heute auch parteiinterne Konsequenzen prüfen. CSU-Chef Söder sprach von einem großen Schaden durch die Affäre. Und er forderte zudem im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, das mit dem Maskengeschäft verdiente Geld solle gespendet werden. In der Krise zu helfen ist gut, damit groß Kasse zu machen natürlich nicht, wenn man die Summen sieht, die da im Raum stehen. Deswegen ist es folgerichtig und konsequent, reinen Tisch zu machen. Das heißt, zum einen einmal Ämter abzugeben, auch aus der Bundestagsfraktion dann sogar auszutreten. Besser und konsequenter wäre es noch, das Mandat abzugeben. Denn auch da entsteht der Eindruck, warum jetzt noch 3-4 Monate Mandat behalten, möglicherweise aus auch wieder anderen Motiven. Und ich fände, es wäre jetzt auch ein wichtiges Signal, dass dort Geld, das da scheinbar verdient wurde, auch gespendet wird und an wieder andere zurückgegeben wird, um auch da moralisch einen klaren, reinen Tisch zu machen. Und wir werden uns heute Nachmittag noch mal im Präsidium der Partei unterhalten, welche parteilichen Konsequenzen es haben muss. Denn wir haben einen klaren Verhaltenskodex vor einigen Jahren schon aufgestellt. Und auch dagegen ist es ein klarer Verstoß. Fragen dazu an meine Kollegin Kirsten Dierschig im ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Ist es realistisch, dass diese beiden Abgeordneten ihr Mandat tatsächlich behalten, auch ohne der Unionsfraktion anzugehören? Nun ja, also rein technisch, rechtlich und organisatorisch ist das durchaus möglich. Wir haben ja mehrere fraktionslose Abgeordnete im Deutschen Bundestag, zum Beispiel Frauke Petry, die nicht mehr bei der AfD-Fraktion ist, oder Marco Bülow, der nicht mehr bei der SPD-Fraktion ist. Aber da ging es um ganz andere Themen. Was klar ist, die Fraktion und auch die Partei können die Abgeordneten Nüßlein und Löbel nicht dazu zwingen, ihr Mandat niederzulegen, denn der Abgeordnete im Deutschen Bundestag ist nur seinem Gewissen verpflichtet, weder seiner Partei noch seiner Fraktion. Dass hinter den Kulissen natürlich erheblich Druck auf die beiden ausgeübt wird, dieses freiwillig zu tun, ist natürlich klar. Es hat ja ein paar Tage gedauert, bis die Unionsführung überhaupt auf den Skandal reagiert hat. Hat man anfangs versucht, die Sache auszusitzen? Nun ja, also
Zum einen muss man sehen, der erste Fall war ein CSU-Abgeordneter. Und da hat man hier in Berlin schon gemerkt, dass die CDU-Seite der Fraktion gleich gesagt hat, also das ist eine reine CSU-Geschichte. Da haben wir jetzt erstmal nichts mit zu tun. Das muss die CSU klären. Das war ja der Fall Georg Nüßlein, der vor gut 10 Tagen ans Licht kam. Und dann hat aber die CDU mit dem Abgeordneten Nicolas Löbel nach der Berichterstattung des Spiegel am Freitag ihren ersten Fall gehabt. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass da schon sehr hektisch telefoniert und überlegt wurde, wie gehen wir jetzt damit um. Es hat trotzdem bis Sonntag gedauert, bis sich der Fraktionschef und der Parteivorsitzende öffentlich geäußert haben. Aber am Anfang hatte man, ist so ein bisschen mein Verdacht, noch die Hoffnung, dass sich das als reines CSU-Problem und damit nicht ganz so relevant für die CDU herausstellt. Nicolas Löbel kommt ja aus Baden-Württemberg. Dort sind bald Landtagswahlen. Wie gefährlich könnte die Affäre für die CDU werden in diesem Zusammenhang? Nun ja, also die Umfragen für die CDU in Baden-Württemberg, die sind schon ein ganzes Stück weit zurückgegangen, die Werte. Da gibt es auch noch andere Gründe. Aber für die Probleme, die die Partei dort sowieso hat, in diesem Bundesland mit dem beliebten grünen Ministerpräsidenten, ist der Fall Nicolas Löbel natürlich ein herber Schlag. Und die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat sich auch schon entsprechend geäußert. Der Landesgruppenvorsitzende der baden-württembergischen Abgeordneten hier im Bundestag, der Andreas Jung, hat auch als erstes eben gefordert, dass Nicolas Löbel auch sich aus dem Bundestag komplett zurückzieht. Da sehen die Menschen schon, also da sehen die Politiker in Baden-Württemberg schon, dass das die Wahlchancen der Union, die sowieso nicht so rosig aussahen, bei der Landtagswahl kommende Woche doch massiv schadet. Jetzt gibt es noch die Frage nach den Konsequenzen. Aus der Opposition kommt ja jetzt schon die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Ist das Wahlkampfgetöse oder könnte es dazu tatsächlich kommen? Naja, im Superwahljahr 2021 wird es, glaube ich, keine Äußerung mehr geben, in der der Wahlkampf auch ein bisschen im Hinterkopf ist. Die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss ist ja bislang nur klar von der FDP erhoben worden. Daran könnten sich die anderen Oppositionsfraktionen natürlich anschließen. Die Problematik wäre ein bisschen, wie man das zeitlich überhaupt noch vor Ende der Legislaturperiode hinbekommt. Aber ich denke, technisch ist das durchaus möglich. Gibt es denn Hinweise darauf, dass sich eventuell noch weitere Abgeordnete der Union in der Pandemie bereichert haben könnten? Also konkrete Hinweise sind mir jetzt persönlich nicht bekannt, aber ich weiß, dass die Angst sehr, sehr groß ist, dass sich noch weitere Abgeordnete solcher Verstrickungen schuldig gemacht haben könnten. Also in Unionsfraktionschef Brinkhaus hat ja gestern im ARD-Bericht aus Berlin auch gesagt, ja, man untersuche schon, man frage rum. Also ich gehe davon aus, dass jeder Abgeordnete da jetzt einen besorgten Anruf durchaus bekommt von einem etwas höher gestellten Fraktionskollegen, wie es denn bei ihm oder bei ihr aussieht. Allerdings, ob man da fündig wird und ob diejenigen, die ja jetzt auch sehen, wie mit dem Abgeordneten Löbel oder Nüßlein auch umgegangen wird und dass die Forderungen aus dem kompletten Rückzug aus dem Bundestag hinauslaufen, ob da sich jetzt die Motivation, sich zu bekennen, besonders hoch ist bei denen, die möglicherweise verstrickt sind, da hätte ich vielleicht auch meine Zweifel. Danke, Kirsten Girschig in Berlin.